Man ist oben, man ist schon erfolgreich in etwas und zerreißt einen Anfänger so dermaßen. Das ist, für mich ist das echt Armut. Das ist armselig. Und nicht, dass man darauf stolz ist, dass man vielleicht mal eine kleine Sache zum ersten Mal gepackt hat und dann noch die Eier in der Hose hat, das in so eine spezifische Gruppe postet. Mir war klar, das ist eine Calisthenics-Gruppe. Da sind Leute, die den Scheiß richtig drauf haben. Aber ich habe es trotzdem gepostet. So, Real Talk. Jetzt mache ich auch mal einen Real Talk. Worum geht's bei mir? Und zwar nicht ums Haten. Nein, es geht mir nicht um Hater. Die Hater sind mir scheißegal, weil das sowieso nur dumme Spastis sind, die einfach nur grundlos haten. Mir geht's nicht um Hater. Mir geht's um sogenannte Idioten oder ich nenne sie jetzt einfach mal Spastis, die sich in Fitness oder allgemein in Gruppen befinden, ja, auf Portalen wie zum Beispiel Facebook, ja, da gibt es ja dann diese wunderschönen Fitnessgruppen, ja, die man beitreten kann. Es gibt öffentliche Fitnessgruppen und es gibt geschlossene, wo ein Administrator oder ein Mitglied, das schon in der Gruppe drin ist, dich einlädt, beziehungsweise halt deine Anfrage bestätigt, dass du da reinkommst, so. Gibt aber auch offene Gruppen, so. Und in diesen Gruppen gibt es meistens immer einen fixierten Beitrag, meistens von einem Administrator, wo dann die Regeln drin stehen. Ja? Es gibt welche, das sind reine Werbegruppen, da kann man seine Videos posten von YouTube, dann Vorher-Nachher-Bilder, da kann man posten, was man will. Das ist eigentlich völlig egal, das sind richtige Werbeplakate sozusagen. Und dann gibt es noch andere Gruppen, wo halt dieses abrupte oder permanente Werbung machen halt nicht erwünscht ist, sondern dass man da auch ein bisschen kommuniziert und auf die anderen Leute eingeht und ein bisschen sich austauscht und so. Ja? So. Gut. Jetzt gibt es aber auch Gruppen, wo natürlich mal ab und zu mal ein paar schwarze Schafe sind. Ist ja völlig logisch. Bei extrem großen Gruppen, da hast du oft Leute, die dann halt auch mal, sag ich jetzt mal, aber ich bin der Meinung, da sollte ein Administrator, wenn er sowas sieht oder wo das halt bei gewissen Personen vielleicht öfters auffällt, auch mal sagen, hier, so nicht, sonst tschüss. Aber worum es mir jetzt geht, und zwar folgendes. Ich bin bei Facebook in einer Gruppe drin, die nennt sich Calisthenics Germany. Hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, über 5.000 oder 6.000 Mitglieder, irgendwie so in dem Bereich zwischen 6.000 und 8.000 ist das, glaube ich, zurzeit. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ist die Gruppe offen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, da bin ich auf jeden Fall drinnen. Und was hat der liebe Ricardo gemacht? Ich habe da ein Video gepostet, das ich mit dem Kevin gemacht habe. Das Calisthenics for Beginner, irgendwie sowas in der Art, habe ich das genannt. So, was haben wir in dem Video gemacht? Am Anfang hat der Kevin ein bisschen so erzählt, wie man für Leute, die extrem, also nicht extrem übergewichtig, aber für Leute, die halt sehr schwer sind, so wie er wiegt ja auch 100 oder 105 Kilo irgendwo dazwischen, wie es für diese Leute leicht ist, halt seinen ersten Klimmzug zu üben. Weil klar, je schwerer man ist, umso schwerer ist es, einen Klimmzug zu machen. Das war so der kleine Anfang, der vielleicht 10-15% von dem Video ausmacht. Und der Rest des Videos haben wir einfach ein bisschen rumgeübt. Einfach ein bisschen rumgemacht, an so einer Stange rumgehangen und ein bisschen was probiert. So, und wie habe ich das Video genannt? Ich habe nichts reingeschrieben von wegen, Calisthenics Tutorial oder Calisthenics Übung erklärt sowieso oder irgendwas in der Art. Nein, Calisthenics Anfänger / Beginner oder andersrum habe ich es genannt. So, und es war einfach nur ein Selbstporträt, ja. Wir haben ein bisschen die scheiß Übung gemacht, die wir nicht können, na und scheiß drauf. Haben die abgefilmt und ich habe die verfickte Scheiße in die Calisthenics Germany Gruppe auf Facebook gepostet und hat sogar noch irgendwas dazu geschrieben, noch einen Text irgendwie, dass das halt unsere Anfänger, irgendwie sowas habe ich geschrieben. Und was ist passiert? Die ganzen Spastis haben das zerrissen, haben sich amüsiert darüber, was wir für Spastis, was wir für Spastis sind, ja. Anfänger, und am Anfang war auch nichts mit konstruktiver Kritik, es wurde zerrissen, irgendein Scheiß wird darüber erzählt, hier, ihr seid Spastis, bla bla bla, oder Vollidiot, irgend so ein Scheiß. Ich natürlich, ja, so intelligent wie ich bin in den Kommentaren, habe mich natürlich ein bisschen, bin darauf eingegangen, aber mit Ironie. Das heißt, ich habe über mich selbst gelacht, so und so geschrieben,
Aber es hat nicht viel gebracht. Es kam immer mehr dazu, haben sich immer mehr mit da eingeklinkt, immer mehr Spastis, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ihr seid alle Spastis. Habt euch immer mehr da eingeklinkt und fingt an mit Vollidioten und wenn ihr überhaupt nichts drauf habt oder vor allem, wenn ihr nicht einen Klimmzug schafft. Alter, die Leute haben das Video noch mal richtig gesehen, dass ich euch alle in Klimmzügen abziehe, das garantiere ich euch. Es ging aber nicht darum, sondern darum, dass der Kevin zeigt, wie man mit 100 Kilo seinen ersten Klimmzug macht, ja? Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich komme eigentlich aus dem Kraftsport, ich ziehe euch alle ab mit Klimmzügen. Normalen Klimmzügen, kein Muscle-Up, nichts mit Schwung oder so ein Scheiß. So, gut, und jetzt geht's noch weiter, ja? Also erstmal möchte ich dazu sagen, überhaupt, sowas Erbärmliches, ja? Ich meine, all die Leute, die unter dieses Video, ich kann es dir auch nochmal verlinken, all die, die sich auf Facebook über mein Video lustig gemacht haben, sind die richtigen Verlierer, die richtigen Lappen, weil ihr habt vielleicht was drauf in Calisthenics, ja? Ihr habt das vielleicht richtig gut drauf, aber wie ihr euch verhaltet, ja, dass da Anfänger ein Video zeigen wollen in der Öffentlichkeit, ja, wo noch nichts drinsteht von wegen, es wäre ein Tutorial, ja, was, wer das falsch verstanden hat, ist sowieso hier oben irgendwie nicht ganz, der hat wahrscheinlich ein oder zwei Muscle-Ups zu viele gemacht oder zu wenig, ja, und ihr seid sowieso das Letzte, weil das wäre dasselbe, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Buddy habe, wie ein Aaron Gabay oder wie ein Michael Janek oder was weiß ich was, und würde dann, wenn irgendein Anfänger im Kraftsport oder im Bodybuilding, scheißegal, ein Anfänger, der vielleicht ein oder zwei Monate vielleicht erst trainiert, ein Video hochlädt, wo er sein erstes Body-Update macht, weil er vielleicht stolz darauf ist, dass er das erste Mal einen Bizeps rausgucken sieht oder das erste Mal vielleicht ein bisschen hier oder da die Brust anspannen kann, dann gehe ich doch nicht dahin und mach mich lustig darüber und schreib, du bist ein Lappen, du hast doch keinen Bizeps oder irgendwie. Wie erbärmlich ist das? Man ist oben, man ist schon erfolgreich in etwas und zerreißt einen Anfänger so dermaßen. Das ist, für mich ist das echt Armut, das ist armselig. Und nicht, dass man darauf stolz ist, dass man vielleicht mal eine kleine Sache zum ersten Mal gepackt hat und dann noch die Eier in der Hose hat, das in so eine spezifische Gruppe postet. Mir war klar, das ist eine Calisthenics-Gruppe. Da sind Leute, die diesen Scheiß richtig drauf haben. Aber ich habe es trotzdem gepostet. Und dann das von Leuten, die dann das so gut können, so reagieren, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr seid die Geilsten. Ihr seid nicht die Geilsten. Ich habe das da auch irgendwo reingeschrieben. Ihr seid die Könige vom Dschungel. Ja? Ihr seid richtig geile Raubkatzen und zerfetzt die kleinen Miezekatzen und kommt euch noch unheimlich geil dabei vor. Lächerlich, total lächerlich. Richtig lächerlich. So, zweite Sache, muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Der Channel Baristi Deutschland oder Baristi Germany, keine Ahnung, den gibt es auch nochmal in englischsprachig, da ist er relativ groß. Baristi Deutschland ist ein kleinerer Kanal mit ungefähr 1000 Abonnenten, knapp 1000. Da war ein Video Question and Answer, ja, also Fragen, Antworten Nummer 1. Und da wurde unter anderem auf meinen Beitrag eingegangen. Ich wurde da auch namentlich erwähnt mit Ricardo, wurde darauf eingegangen. Derjenige, der das Video gemacht hat, kommentiert hat, ja, der Kommentator von dem Video, sage ich nichts. Top, wie er auf das Video eingegangen ist, wie er die Situation, diese sogenannten Unruhe, die da entstanden sind, wie er das alles erklärt und so, wie er dazu steht, finde ich gut, hat mir gefallen. Was ich ein bisschen komisch finde aber, dann habe ich unter das Video, habe ich nochmal einen Kommentar geschrieben, ja, einen 10, 15-zeiligen Kommentar, der in keinster Weise irgendwie ausfällig war. Ich habe einen vernünftigen Kommentar geschrieben, habe sogar teilweise sogar, was ich im Nachhinein eigentlich gar nicht hätte machen müssen, meiner Meinung nach, bin ich im Nachhinein sogar ein bisschen auf meine eigene Schulter, habe gesagt, vielleicht hätte ich das Video nicht in die Gruppe posten sollen, ich hätte vielleicht davon ausgehen müssen, dass es falsch ankommt, ja, sowas in der Art habe ich geschrieben. Und dann sagt mir Kevin einen Tag später, der Kommentar von dir ist weg. So, dann gucke ich unter meinen Account, ja, ich bin ja angemeldet auf YouTube in meinem Kanal, gucke ich, ich sehe meinen Kommentar noch. Dann habe ich mich abgemeldet und bin halt unangemeldet, einfach nur normal auf YouTube, gehe auf das Video, ich sehe meinen Kommentar nicht.
Jetzt frage ich mich natürlich, was ist passiert? Ich sehe, wenn ich angemeldet bin, sehe ich meinen Kommentar, aber alle anderen sehen meinen Kommentar nicht. Ist der Kommentar gelöscht? Ist der blockiert? Ich weiß es nicht. Dann habe ich das getestet. Offensichtlich ist er gelöscht worden. So, derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, der sieht das aber nicht. Der sieht seinen Kommentar weiterhin. Der checkt nicht, was los ist. Aber der Kommentar für alle anderen ist weg. Dann habe ich meinen Kommentar ein zweites Mal gepostet, denselben, wieder weg. Dann habe ich die Person angeschrieben im öffentlichen, auf YouTube in der PN, keine Antwort. Okay, dann habe ich Facebook, ja, mein Beitrag, wo diese ganzen Unruhen entstanden sind, habe ich dann meinen YouTube-Kommentar, den ich unter das Video geschrieben habe, da nochmal reingeschrieben. Da wurde dann erwähnt, mein Kommentar, er hätte da nichts gesehen. Er hätte nichts gemacht, er hätte nichts gesehen. Spam offensichtlich auch nicht, habe ich gesagt, vielleicht unter Spam, nein, auch nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich, weiß ich nicht, mein Kommentar ist weg. Das zweite Mal geschrieben, ist er wieder weg, auch nicht in einem Spam-Postfach. Was ist das denn? Also ein bisschen komisch, ganz ehrlich. Finde ich alles ein bisschen mysteriös, komisch, mysteriös, keine Ahnung. Ich weiß nicht, entweder werde ich vielleicht, ob ich in der Gruppe noch bleiben soll, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ganz ehrlich, Leute, Hater ist was anderes. Das sind sowieso dumme Spastis. Leute, die grundlos haten, ja. Ihr habt vielleicht Spaß, dann ist mir auch egal. Aber Leute, die eigentlich auch nicht wirklich, also die nicht anonym sind, ja, die in so einer Gruppe sind und was können und dann kommt ein Anfänger. Und wie gesagt, keiner von uns hat sich da hingestellt in dem Video und hat gesagt, wir erklären euch jetzt, wie man Calisthenics macht. Nur die Klimmzugsachen wurde erklärt von Kevin, wenn man so schwer ist. Und da hat er vollkommen recht. Was gibt es da Besseres, als zum Beispiel hochzugehen und die Negative zu machen? Da ist alles in Ordnung, da kann man nichts dran verwerfen. So habe ich Klimmzüge auch gelernt. Da kann man nichts gegen sagen, da hat er vollkommen recht. Klimmzüge üben, 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 Negative. Irgendwann packt man das. Da ist nichts dran auszusetzen an dieser Aussage. So, und alles andere war nur, wollte nur unseren, ne? Egal, scheiß drauf. Ich gehe nicht weiter drauf ein, das Video geht schon 12 Minuten. Also wie gesagt, tut mir leid, wenn ich ein bisschen ausgefallen geworden bin. Ist mir scheißegal, das Video poste ich hier auch. Ist mir auch scheißegal. Und wenn jetzt dieselben Leute wieder kommen und wieder ihren Dreck unter den Kommentar ablassen, ist es mir auch egal. Ich habe euch meine Meinung. Meine Meinung habe ich euch dazu gesagt, was ich davon halte. Wenn ihr in einer Sache richtig was drauf habt und dann den kleinen Scheißern, den kleinen Anfängern so zerreißt und euch drüber lustig macht, ist das nur erbärmlich. Tut mir leid. Also, das sind da wahrscheinlich Leute, die selber sonst nichts, keine Ahnung, und sich selbst an dem, was sie dann können, spezifisch irgendwo extrem dran aufgeilen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich gehe auch nicht ins Fitnessstudio und mache mich dann drüber lustig über irgendeinen 12-Jährigen oder 15-, 16-Jährigen, der da gerade anfängt und sich dann irgendwie mit 6 Kilo Bizeps-Curls ein abrackert. Da mache ich mich doch nicht drüber lustig. Also, ganz ehrlich. Und ihr könnt euren Frontlever, ihr könnt euren Backlever und kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich nicht. Ich hätte es nachvollziehen können, wenn das Video so gestaltet worden wäre, dass wir als Anfänger euch was erklären wollen. Aber das war es nicht. Das Video war nicht so von mir geschnitten, das Video hatte den Titel nicht, als dass man es so hätte missverstehen können. In keinster Weise. Es heißt Calisthenics for Beginner-Anfänger. Was ist da misszuverstehen? Und ich laber auch nichts, dass ich euch irgendwas erkläre. Ich mache einfach meinen Scheiß da. Man hätte vielleicht noch kommentieren können, das machst du scheiße oder mach mal das anders. Aber nicht so ein Bullshit. Ganz ehrlich. So, und auf meinem Kanal gibt es noch zwei andere Videos, wie ich einmal erkläre, wie man explosive Klimmzüge übt für Superman Push-Ups zum Beispiel, ja. Da habe ich ein Tutorial gemacht. Das könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal angucken. Da erkläre ich aber auch vernünftig die Scheiße. Genauso wie den L-Sit, wenn ich mich an zwei Stangen halte und versuche, den L-Sitz zu machen, ja. Da habe ich auch ein Tutorial gemacht, wo ich erkläre diese Scheiße. Aber das Video, Facebook, nee. Also Leute, entweder ihr gebt mir recht, oder nicht, ist mir egal, konstruktive Kritik, immer erwünscht, aber die Leute, die sich an irgendwas aufgeilen, indem sie andere Leute zerreißen, hier, so machen wir in Italien oder Sizilien,
Ihr könnt mich mal. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.